Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park, The Lost World. Ich muss mal gucken, ob ich zu laut bin. Nein, es geht. Und wir fangen jetzt an mit The Lost World und steigen hier in den Helikopter, um zur nächsten Insel zu fliegen. Wetten, das wusstest du noch nicht. Von Fossilien wissen wir nun, dass Gallimimus Federn besitzen sollten. Genetiker in Jurassic World treiben den Endausstirbprozess voran, um diesen Dinosaurier irgendwas, was ich nicht mehr lesen konnte. The Lost World. Dr. Malcolm, wollen Sie alte Lagerfeuergeschichten mit meinem Onkel austauschen? Ich war da, ich weiß, was passiert ist. Und Sie auch. Ingen untersteht jetzt meiner Verantwortung, Doktor, und ich werde unsere Interessen zu wahren wissen. Sie hatten damals recht und ich unrecht. Hätten Sie erwartet, dass ich das jemals zugebe? Nein. Isla Nublar diente nur Präsentationszwecken für die Touristen. Anlage B war die Produktionsstätte. Sie lag auf der Insel Sorna. Vor einigen Wochen stieß eine britische Familie bei einem Yachtausflug zufällig auf die Insel. Der Aufsichtsrat hat diesen Vorfall ausgenutzt, um mir die Leitung von Ingen wegzunehmen. Es gibt da also noch eine zweite Insel mit Dinosauriern, diesmal ohne Zäune und so. Und Sie wollen da Menschen hinschicken? Ich brauche eine Fotodokumentation über diese Tiere. Sie haben doch nicht Sarah engagiert. Ihr passiert nichts. Und glauben Sie mir, das Forschungsteam wird... Das ist keine Forschungsexpedition mehr, es ist ein Rettungseinsatz, der sofort anläuft. Sie können nicht drei Tage früher fahren wollen und erwarten, dass alles fertig ist. Ich habe noch nicht alles da. Nice. Dieses Zeug muss noch getestet werden. Sag mal, Leute, bis diese Fahrzeuge bereit sind, gehen wir nirgendwo hin. Und damit willkommen in The Lost World, beziehungsweise in der Vorbereitung zu The Lost World. Wir sind Eddie Carr und zusammen mit Ian Malcolm, der jetzt andere Haare hat, aber genauso lustig drauf ist. Den habe ich übrigens auch in Jurassic World vermisst. Kätzchen, kommst du zu mir? Willst du mitspielen? Nach den ganzen E3-Spektakeln, ihr seid... Ja, wenn ihr das guckt, ist glaube ich E3 schon vorbei. Die Nächte, die ich durchgemacht habe, um die ganzen PKs zu gucken. Manche haben sich echt gelohnt, also falls ihr da noch nichts gesehen habt, guckt gerne nochmal nach. Manche PKs waren echt interessant, zum Beispiel Ubisoft kann ich nur empfehlen. Microsoft war schön, vor allem mit der HoloLens. Und Sony kann man sich auch angucken. Nintendo war ganz lustig. Ja, was steckt da drin nur fest? Also alles mal gerne angucken. Jetzt aber zurück zu Lego Jurassic World, beziehungsweise Lego The Lost World. Wie wir hier erstmal wieder alles zerstören, steht überall noch Geld hinter. Ah, nicht? Das sind so perfekte Stellen, wo man Geld verstecken könnte. Batz, batz. Erzähl mir doch bitte nochmal, warum du nicht die Reifen holen kannst, Carl. Das Regal ist echt hoch. Da kriege ich Nasenbluten. Kann jemand bitte diesen Reifen holen? Ich kann nicht. Ich gehöre eigentlich zum Management. Das sind ja super tolle Mitarbeiter. Mit denen würde ich auch gerne das arbeiten. Diese Teile wollen einfach nicht halten. Kannst du es mal probieren? Also, kannst du dir diese, Teile mal ansehen? Rum, rum. Hier ein paar Infos. Nur Mechaniker wie... können mit einem kaputte Gegenstände reparieren. Also wie Eddie. Das kennen wir ja auch schon. Ich hab einen Hammer benutzt. Das erklärt alles. Ja. Na hallo. Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen. Ein wirklich lautes Kätzchen. Danke. Gerne doch. Wir nehmen mal wieder ihn. Ihn. Wir nehmen ihn. Der heißt Ian. Cool war. So, was war das hier? Akademiker wie, können komplizierte Gleichungen lösen. Na dann. Rot, blau, grün, schwarz. Rot, blau, grün, schwarz.
Das ist wie früher bei Harry Potter, wie auch das Reparieren. Das hier war wie bei den Bücherregalen und bei den Puzzletangen und so ein Kram. Also eigentlich Stuff, den sie wieder aufbereiten. Aber ist okay. Kann man ja machen. Funktioniert ja so. Hat auch in den anderen Teilen funktioniert. Da ist ein Pin-Up-Poster oder ein Kalender. Kann ich da oben hoch? Ja. Jetzt habe ich's im Mund. Jetzt mal schön rot ansprühen. Schick, schick. Grün. Es soll grün sein, damit uns die Dinosaurier nicht sehen. Oder willst du von einem T-Rex gemampft werden? Oh. Aber ich war das doch gar nicht. Unfair. Ach so, ich muss und das... da guck ich nicht nochmal rein, blöde Düse. Okay. Er ist rot. Oh, gelb. Gelb. Grün. Ach so, das was vorne ist. Oh, na gut, egal. Hat funktioniert. Finde ich aber super, dass solche Fehler trotzdem funktionieren. Also, dass dann was passiert und nicht einfach... Nice. Jetzt brauchen wir Eddie nochmal. Der schießt hier was runter. Hallo. Ich kann da nicht drauf schießen. Das ist ja blöd. Klack. Drücke um auf einen Lego-Reifen zu balancieren. Wirklich? Nice. Reifen 1. Hep. Reifen 2. Ist da noch ein Reifen? Ach so. Ah, guck mal. Wusste ich, dass sowas da passiert. Nein, ich habe keine Ahnung, wieder von der links gefahren. Und zack. Na dann tut mal. Bei einem Reifen? Hui! Ist hier was Auto gerutscht? Geil. Ist hier wirklich was Auto gerutscht gerade? Passt auf, wo ihr hinfahrt. Danke für die Vorwarnung, Eddie. Schon wieder? Das ist Ian Malcolm. Nick ist unser Fotograf. Ian ist unser... Ja, kann man so sagen. Ihn ist unser Ian. Nick van Aun. Und du hast eine Kamera auf dem Rücken. Eine Kamera an der Seite und was auf dem Rücken? Stethoskop und eine Brechstange? Ah ne, eine Kneifzange und eine Brechzange, okay. Momentchen noch. Ich weiß, ich hab die Schlüssel irgendwo. Stabile Gegenstände wie das was hat, können verwendet werden, um Lego-Türen aufzustemmen. Drücke Hilfe, immer wieder Okay. Ich glaube, bei mir stimmt was nicht. Ja, und wie? Das wird nachher auch einfach kaputt machen, klar. Du musst es ja auch nicht wieder reparieren. Kannst du einfach kaputt machen, aber klar. Es hilft nichts. Dieser Motor bewegt sich nicht. Hast du eine Ahnung, wie man das Teil schieben soll, ohne sich was zu zerren? Ja, du musst da so ein Schachbrett und musst da hin tun. The fuck? Also dieser, den wir jetzt gerade haben. Der ist der Nick van Aun. Den hätten wir also schon sehr oft gebrauchen können.
im vorherigen Teil. Oh. Ah, das geht nicht. Das kann nur der Archäologe. Das sind Knochen, die wir wieder mal hier irgendwo finden. Irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen, was sie wiederholt hat schon wieder. Ach ja, die Melodie von dem Truck war schon wieder. Na 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 na. Muss das? Ich meine, ja, ich habe verstanden. Ich weiß, wie das Spiel heißt und ich weiß, was ich spiele. Nur Charaktere, die einen haben, wie zum Beispiel können sichtbare Schlösser kicken. Drücke hier für wenn der Pfeil in Position ist. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich Pong spiele. Oh, hätte ich da oben reinkonnt? Ne. Das muss ich reparieren. Ach so, das ist blau. Genau, das hatten wir in Harry Potter. Das konnte der, Mr. Weasley konnte das zum Beispiel reparieren. Und dann ging schon wieder. Ja, und meine Katze will raus. Manchmal echt nervig. Da soll ich also was abschießen? Oder was soll ich damit jetzt tun? Ich hab keine Ahnung. Das finde ich aber gut, dass sich hier mal wirklich Lego-Figuren auch beschweren, dass wir Dinge kaputt machen. Oder Dinge kaputt machen. Finde ich ganz gut. Oder sonst ist denen das immer egal. Okay, stopp. Hier soll er hin. Danke. Das ist ein Gerne. Notstand. Man steigt rein, fährt drauf und versteckt sich. Da oben. Eigentlich ist das eine bequeme Zuweishöhe für Dinos. Und für ihn immer noch am besten. Aber das macht wahrscheinlich jeder. Oh, wir können wirklich nicht raus, bevor das Ding steht. Ungewöhnlich. Toll, er fährt wieder runter. Gehässiges Lachen incoming. Ah, ich habe übrigens gestern auch noch dem Pizmeet-Leuten zugeguckt. Die haben nämlich vor der PK zu Master Race, PC-PK, Lego Jurassic World gespielt und das ist eine ziemlich lustige Angelegenheit, also falls ihr da mal zugucken wollt, die haben das glaube ich auch auf ihrem Kanal hochgeladen. Dann bräuchte ich wahrscheinlich das hier wieder. Ja. Yay! So, und hier auch noch. Du bist so ein Allzweckwaffe hier wahrscheinlich. Kann das sein? Kannst du irgendwie alles. Da sind zwar so Dinger zum Hochklettern, aber da komme ich nicht dran. Da kommen nur Frauen dran. Gehört da nicht noch ein Dach auf das mobile Labor? Oder ist das die Roadster-Version? Auf der Insel regnet es vielleicht. Wir sollten zumindest in Karten. Was das hier ist, weiß ich noch nicht so ganz. Diese Station hier. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Sagt mir auch überhaupt nichts aus Filmen und also aus den alten Filmen oder aus den neuen Filmen. Keine Ahnung, was das sein könnte. Erstmal hier wieder alles ablaufen und alles kaputt machen. Sching. Das passiert ja oft, dass wir uns aus irgendwelchen Dingen Leitern und Treppen und ähnliches bauen. Können wir? Ja, können wir. Ach, wir müssen das Dach drauf pflanzen. Gerade schon gewundert, was das hier. Was ist das denn? Aber hier da. Aber okay. Ja, so
ist's besser. Also mit den Krähen finde ich bis jetzt nicht so wirklich interessant. Kelly, mein Schatz, da bist du ja. Was hat da so lange gedauert? Ich habe kein Taxi gekriegt. Oh, Liebling, das macht nichts. Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich muss mit dir reden. Wärst du etwa weg? Ist nur für ein paar Tage. Eigentlich will ich ja überhaupt nicht weg, aber es ist leider ziemlich Dr. wichtig. Dr. Malcolm. Voll cool. Ich habe in Dr. Hardings Telefon einen Peilsender eingebaut. Wir müssten also ein Signal empfangen. So. Sorry fürs vielleicht etwaige Nicht-Reagieren zu der Cutscene gerade. Aber wir sind jetzt auf der Insel und haben als Ziel, Sarah zu finden. Ich wusste es noch, ich wollte nur nachgucken, ob es wirklich Sarah heißt. Drücke. Obala. Um dich gegen Kompis zu verteidigen. Was sind Kompis? Ach, die Kleinen. Oh, wie süß. Und zwar gegen wirklich verteidigen. Ich meine, Wasser? Nee, anscheinend nicht. Au. Tut mir wirklich weh. Nehmen wir mal den anderen, den hier. Lädt eine Waffe. Da komme ich, glaube ich, ein bisschen schneller voran. Kacke. Ist die andere jetzt auch noch eine, die nach Kacke sucht? Nee. Macht sie wirklich nur die eine. Eins von drei. Nice. Und es hat auch richtig viel Geld gebracht. Aber jetzt brauchen wir hier unsere Allzweckwaffe wieder. Das klingt logisch. Kann ich dir behilflich sein? Aber wenn da eine wie die hat, um dunkle Gebiete zu erhellen. Stimmt. Hat er ja. Hey. Sarah! 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 Übrigens auch, glaube ich, wieder die Originalstimme aus dem Film. Wie bei sehr vielen. Ein Anvil? Ach so. Oh Gott. Das ist aber echt... Da mussten sie sich aber einfallen lassen. Wie die anderen da hochkommen. Interessante Idee, aber ziemlich unlogisch diesmal. Hier noch irgendwas Interessantes, wo ich schießen kann. Nö. Nüppidi, nüppidi. Wir brauchen einen Dino. Aber wir haben keinen Dino. Okay. Oh. Ha. Sehr nice. Bring ich den mal die Treppe hier runter. Was ist? Da kommt was Großes. Au. Geh kaputt. So, gehen wir nochmal hier schnell rauf.
Ne, das wollte ich nicht. Au. Finde ich super, dass das von hier nicht runter geht. Aber wenn wir uns dranhängen, geht's runter. Nicht aufgepasst, Lego-Spielchen. Ach, mein Gott. Ah, sehr gut. Das schon mal zu. Und das ist ein The fuck? Yo! What the fuck? Aber okay. Sarah! Sarah! Wie viele Sarahs gibt's hier deiner Meinung nach? Nice, Ian. Und dein Trampolin? Ja. Müssen da mehr Leute dranhängen? Jupp. Rums. Sie müsste ganz in der Nähe sein. Wenn du das weißt, warum ruft ihr dann wie die Bescheuerten? Ah. Blöde Frage. Wow. Das ist. Ein Stego. Das ist atemberaubend. Glaube ich. Ja, ja, hu und ha, das sagt jeder am Anfang. Aber dann rennen alle um ihr Leben und schreien Zeta und Mordio. Ach ja, ihn. Ah, noch mehr. Hua, Shu, Ninja, Ku, Sha. Zack. Shu, Ha. Hey, ja, Ku. Ja, Zack. Na, das ist wieder Kacke. Zack, Tja. Hey, Shugata. Zack. Frösche. Cool. Zack, zack, zack. Eine Schaufel hat, glaube ich, keiner. Oh, guck mal, das ist der letzte Ballon. Bling. Der ziemlich viel Geld gibt. Bevor wir jetzt da durchgehen, hier nochmal gucken. Nö, hier ist nichts mehr. Allzweckwaffe. Klack. Ach so, jetzt haben wir Fotografen wie können an Stellen Dinosaurier ablenken. Drücke hier für B. Okay. Unsere alte Waffe ist auch Fotograf. Oh, wie cool. Noch eins. Das sind einmalige Fotos, sagenhaft. Nice, ein Selfie gemacht. What? Hey, Nick! Unrealistisches Foto, Ian, aber ich hätte nie im Leben geglaubt, dass Hammond dich rumkriegt. Hey, Eddie! Hi, Sarah. Oh, oh, oh. Habt ihr die Tiere gesehen, die gerade vorbeigezogen sind? Das war eine Familie. Ein Foto von ihrem Nest. Bin gleich zurück. Sarah, nein, nein! Bleib da! Sarah! Sarah! Sie ist viel zu dicht dran. Oh, wie süß! Schießen Sie! Sie beschützen doch nur Ihr Baby. Wow, wow, wow. Allzweckwaffe, rennen. Au. Ich will das ganze Geld einsammeln. Das ist gerade ziemlich wichtig.
weil mir nicht mehr so viel Geld fehlt. Wow, balla. Kann ich hier was bauen? Nein, kann ich nicht. Kann sie? Ja, wir haben es geschafft. Kann sie das bauen? Nee. Hätte ich nur den einen, nur der eine Charakter kann das, nur der eine Charakter kann das bauen. Ist ja bescheuert. Meine Fresse. Der hat 3 Leben. Wie soll ich den denn verletzen? Ist toll, dass die Spielsachen sind. Meine Fresse. Das wird ein Schutzbunker? Herzlichen Glückwunsch. Ah. Hängt jetzt hier drin. Und jetzt Foto machen. What the fuck? Au. Ah, das war jetzt ein Leben. Da oben ist noch so ein... Ah. Da ist der zweite und das andere ist dann oben rechts. Da, wo wir gerade sind. Leck's mir immer Arsch. Gerade zerstört, aber ich will natürlich das Zeug haben. Klack. Foto. Tweet, 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 tweet. Oh. So, rechts ist das letzte. 1 von 3. Was auch immer. Gerade kaputt gegangen ist. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das war, sondern der Dino. Ich finde super, dass die anderen auch so zugucken, wie so ein Publikum, was alles anfeuert. Zack. Und Pforte Nummer 3. Zink. Nehmt Erde. Wer hat das Feuer gemacht? Oh Gott. Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Oh, Kelly, ja. Kelly, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Warst du wirklich die ganze Zeit im Trailer? Pff. Waschmaschine? Das kapiere ich nicht. Da steht ja InGen an dem Hubschrauber. Aber wieso? Warum schickt Hammond 2 Teams her? Tut er das? Isla Sorna. Level abgeschossen. Freispiel freigeschalten. Dann da 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 da.